Wir haben im Jahr 2012 das Projekt Summer of Science ins Leben gerufen, um unseren Schülerinnen und Schülern vor allen Dingen wissenschaftliche und gleichzeitig pädagogische Aspekte fesselnd, spannend und möglichst praxisnah erfahrbar zu machen. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen als erstes die Zelte auf, richten die Feldküche ein, lassen das Boot zu Wasser, schließen die Kameratechnik an und richten ein sogenanntes Durchflussaquarium ein für einfache Beobachtungsaufgaben. Im Rahmen des Projekts setzen sich unsere Schülerinnen und Schüler einerseits mit Fragen zu Biodiversitätsforschung und Artenschutz auseinander. Gleichzeitig erproben sie aber auch so wichtige Soft Skills wie Teamfähigkeit und Verantwortungsübernahme. In Kleingruppen, bestehend aus Tauchern und Schnorchlern, tragen unsere Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Stellen der Bucht schichtweise Sediment ab und diese gewonnenen Proben werden schließlich an Land Stück für Stück untersucht. Und auch die im Sediment gefundenen Muscheln und Muschelschalen werden schließlich unserem Artenkatalog hinzugefügt. Ziel ist es dabei, auch langfristig feststellen zu können, welche Arten sich in der Bucht von Koserina bereits aufgehalten hatten. Nach mittlerweile 3 Projektjahren können wir auch schon auf eine ganze Reihe von Ergebnissen zurückblicken. Unser Programm, sowohl die Wochenpläne als auch die Tagespläne, sind mittlerweile ausgearbeitet. Das Equipment ist konzipiert und getestet und wir können bereits erste Ergebnisse im meeresbiologischen Forschungsbereich nachweisen. Noch immer begeistert und engagiert möchte unser Betreuerteam das Projekt auch in den nächsten Jahren noch fortsetzen. Dabei steht vor allen Dingen die Ergänzung der bisherigen Forschungsmaterialien im Vordergrund, aber auch die engere Zusammenarbeit mit den öffentlichen Einrichtungen.